Gernot. Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zum nächsten Pokémon Solo Challenge Run. Wir sind jetzt heute dann mit Gernot unterwegs, also einem Kleinstein. Das wird nochmal ganz interessant. Wir heißen natürlich Jack. Und kämpfen gegen John. Ach, nebenbei so viele Fenster aufhaben, ist auch nicht gut. So, weiter geht's. Erstmal Trank holen. Ja, mit Arktos waren wir jetzt ja richtig schnell und jetzt möchte ich gucken, was wir mit Kleinstein bzw. dann Geowatz auf die Beine stellen können. Es wird sehr interessant, denn ich habe wieder was über Mechaniken gelernt, nicht nur in der letzten Folge, sondern auch, wie hier die Stats funktionieren. Es ist ähnlich wie in den vorhergegangenen Editionen, dass wenn wir Pokémon besiegen, wir eine gewissen Stats dazu bekommen. Und dadurch unsere Stats beim Level Up leicht erhöht werden, ähnlich wie es bei den EVs dann später ist. Das ist in den ersten zwei Generationen allerdings noch anders. Das wird auch erklären, warum ich meinem Gyarados keine Vitamine geben kann. Weil ich schon so viele DVs eingesammelt habe. So, jetzt müssen wir gleich ein bisschen speichern und schauen, dass wir einen Kleinstein kriegen, was ziemlich schnell ist. Und mit ziemlich schnell rede ich von einer Geschwindigkeit von 8. Das heißt, wir speichern hier mal. Müssen da dann gleich immer gucken. Denn Misty wird ja mindestens ein kleines Problem und da brauchen wir ein relativ schnelles Kleinstein. So, ich muss ihn jetzt natürlich auch jedes Mal benennen. Ich hoffe, richtig geschrieben. Hab jetzt nicht nachgeguckt. Und bist du ein gutes Kleinstein? Ja, das ist super. Wir haben 8 Initiative. Genau das ist das, was ich haben wollte. Ich habe wie zuvor auch schon, habe ich ihm zum Start einfach die zweite Attacke gegeben, die er lernt. Das ist jetzt ein Igler. Ich weiß nicht, ob wir die viel benutzen werden. Die würde er sonst in Level 11 lernen und ich wollte es einfach nur, dass er mit zwei Attacken startet. Ich denke mal, das dürfte jetzt keinen großen Unterschied machen. Ja, er lernt neben Einigler lernt er auch noch Gärtner. Das finde ich irgendwie witzig. Und wir haben hier ganz gut das Evolui weggecountert. Das ist ja was. Ja, das sind jetzt unsere Werte. 9 Initiative ist ziemlich gut. Müssen halt schauen, dass wir einen gewissen Wert haben, wenn wir gegen Misty kämpfen. Sonst ist die nämlich sowohl mit Sternduo als auch Starmie schneller als wir und können uns dann mal eben ein bisschen schnell aus dem Leben boxen. Mit einer Aquaknarre oder so. Das wäre schon doof. Also wir müssen mindestens schneller als das Sternduo sein. Na, schauen wir mal. Aber ich habe mir da was überlegt. Zwar werde ich dann ab und an mal kurz ein Level in der Dicta-Höhle machen. Das liegt einfach daran, Dictas gehen in der Regel mit einem Hit kaputt. Haben natürlich eine hohe Geschwindigkeit, das heißt, wir würden auch ein bisschen mehr den Geschwindigkeitspunkt erhöhen. Und da würde ich dann irgendwie mal ein, zwei Level oder so mitnehmen. Bevor wir dann gegen Misty kämpfen, in der Hoffnung, dass wir dann genug haben. Was zum Start jetzt natürlich brutal gut ist. Wir sind ein Gesteins-Pokémon, wir haben viel Verteidigung. Wir können hier die ohne viel Schaden die ersten Trainer und Pokémon einfach so mitnehmen. Bei Rocco ist das leider nicht mehr der Fall. Bei Rocco müssen wir dann Level 16 sein.
Wir brauchen nämlich Steinwurf. Steinwurf ist einmal resisted von Roccos Gesteins-Pokémon. Aber das wäre eine stärkere Attacke, weil wir, weil es 50 Base Power hat. Und durch den Same Type Attack Bonus sind wir dann bei 75, geteilt durch 2 sind wir dann bei 37,5 und das wäre schon ziemlich gut, auch wenn wir eine sehr geringe Genauigkeit haben. So, genug Mathe. Und jetzt wisst ihr so grob, wie der Plan gleich ist. Schauen wir mal, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Movepool von Kleinstein und Geowatz ist super gut. Wir können Überroller lernen, Geowurf, Mega-Hieb, Mega-Kick auch, Steinwurf und Steinhagel und Erdbeben natürlich. Erdbeben lernen wir auch von alleine. Ist natürlich auch brutal gut. Wir können auch Feuersturm lernen. Ich glaube nicht, dass wir es benutzen werden, aber es wäre so eine Sache. Also wird ein bisschen anders der Run als mit Dicta oder... Obwohl, wird ähnlich wie mit Rihorn tatsächlich. Nur Rihorn hatte halt einen noch krasseren Movepool. Der konnte ja auch Surfer und Donnerblitz lernen, was komplett krank ist. Ich weiß auch nicht, in welcher Level-Up-Gruppe wir sind. Ich habe es wieder im Randomizer halt so eingestellt mit den Impossible Evos. Das heißt, wir bekommen dann auch ein Geowatz in 37. Das finde ich ganz gut. Dann haben wir jede Entwicklungsstufe von Kleinstein relativ lange. Mal schauen. Er hier wieder. Und dich nehme ich jetzt mit. Ich weiß nicht, ob Kleinstein wenig EP braucht. Kann sein, ich habe mich da jetzt nicht mit befasst. Das wäre natürlich gut jetzt. Dann wären wir relativ schnell in Level 16 für den mächtigen Steinwurf. Ich nehme halt eine Heilung mit. Schaden kann es ja nicht. So, wir speichern, sind bei 6 Minuten, das ist gut. Ich bin am Überlegen, ob ich den Rivalen mitnehme, aber noch weiß ich nicht, ob wir den packen, weil der dann bestimmt schon Sandwirbel kann mit seinem Evoli. Das lernt Evoli doch bestimmt Level 6 oder so. Und da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Den haben wir auch schon gehabt. So, das Übliche, das Gegengift. Sollen wir sie schon mitnehmen? Sie fängt halt mit dem blöden Nidoran an und dann haben wir weniger Angriffe, das bestimmt rumheulen wird. Na, den hier müssen wir mitnehmen. Das Schöne ist, dass wir wie mit Slime auch echt viel Angriff haben. Zwar starten wir nur mit Tackle. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass wir schnell mit Tackle große Sprünge machen. Und wir können halt im Mondberg uns direkt die TM für Mega-Hieb holen. Hat zwar auch nicht so die geile Genauigkeit, aber ist eine ziemlich starke Sache. Für
Sagen wir, gehen jetzt erstmal los und hauen ein paar Käfersammler um. Ja, wenn wir leveltechnisch echt so gut weitermachen, bin ich echt schnell in Level 16 und dann heißt das, dass der Run auch schneller ist. Ich werde es dann wahrscheinlich wieder so machen, dass ich mit dem Pfadfinder, der vor Rocco steht, dann ein Level 16 uppe, um dann quasi frisch mit Steinwurf gegen Rocco reinzugehen. Ja, das Schöne ist, wir müssen echt nur uns heilen für AP. KP sind überhaupt nicht das Problem. Könnt euch gerne so viel verlangsamen, wie ihr wollt. Wir sind eh langsam. Level 9 schon, ist echt gut. Ja, 11 Initiative, krass. Das wird langsam. Ja, Safcons, egal. Ich glaube auch nicht, dass wir viel kritten werden, weil wir halt zu langsam sind. Ah, Mist. Muss ich hier nach, wenn er, ich glaube, der hat zwei Safcon, muss ich hier nach wohl leider heilen gehen. Kostet zu viel Deckel. Ja, nimmt doch schon ein ordentliches Stück der Lebensleiste weg, so eine Tackle. Das ist ganz gut. Ja, der frisst jetzt nochmal unsere ganzen Tackle auf. Alter. Ja, wir lernen irgendwann später auch Härtner und das ist jetzt so die Sache. Man kann Härtner und einen Igler halt super dafür benutzen, seine Badge, also die Statuswerte zu boosten. Mit dem super schönen Badge Boost. Ich weiß nicht, wie viel wir das nutzen wollen. Ich weiß auch nicht, welche der zwei Attacken. Es gibt halt keine wirkliche Möglichkeit, unsere Statuswerte zu erhöhen. Und es wäre halt schon irgendwie gut, wenn man mit einem Igler da oder Härtner arbeitet. Ich persönlich, wenn ich so an Kleinstein denke, passten beide ganz gut. Ich würde aber eher auf einen Igler tendieren, tatsächlich. Weil, ja, ein Igler ist halt die Attacke, die dann später, wenn wir, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man ein Igler drückt und danach Walzer benutzt, dann ist Walzer nochmal stärker. Und ein Igler, irgendwie passt das so zu Kleinstein, weil das ja auch so eine kleine Kugel ist. Ich habe den in, boah, Smaragd, glaube ich, ganz gerne mit ein Igler und Walzer gespielt. Da kannst du ja, da gab es ja direkt vor, in Malvenfro City, den Attackenlerner, der hat einem da ja was beigebracht. So, jetzt würde ich mal schauen, ob wir den Rivalen mit umhauen. Der hat ja auch ganz ordentliche Pokémon. Es ist halt alles EP, die wir brauchen. So, ich schau mal kurz, ob wir den gut wegmachen können. Ah, diese doofe verschnupfte Nase, die wird man noch nicht los. Ich weiß nicht, wie krass man das hört. Habitak dürfte uns jetzt nicht so dolle wehtun. Wir sind jetzt ja auch levelmäßig bei... Oh Gott, nein, der fängt mit Heuler an. Ja, komm. Ich glaube, den machen wir nicht mit. Ja, jetzt krittet er natürlich. Schauen wir mal, was ein Tackle macht ohne... Ja, okay, reicht fast noch. Das sind... Oh, drei. Ja, sogar das Krit ist klar.
geht noch. Also für Habitat geht's noch. Es sind halt gute EP, die hier rumstehen. Und dann würden wir am Ende gegen Blitzer kämpfen, könnten wir den Kampf ein bisschen manipulieren. Auch wenn mir Aquana tatsächlich am liebsten wäre, dann müssten wir nicht gegen Austausch kämpfen. Das Schöne ist, dieses Mal können wir ja nicht paralysiert werden. Also nur über Umwege. Das heißt, wir haben nicht diese Probleme, die wir mit Arktos hatten. Diese miesen Paralyse. Und das muss ich sagen, das wusste ich nicht. Aber es hat mich echt aus der Bahn geworfen. Als wir da mit Arktos unterwegs waren. Aber das hatten wir jetzt schon mehrfach, ne? Das Statuswerte, obwohl du sie im Kampf heilst. Oh, der eine Sandwirbel. Aber reicht es? Reicht es? Reicht es? Jo, okay, gut. Level up? Jawohl. Ne, dass man, wenn man Statuswerte heilt, dass man die negativen Effekte trotzdem drauf behält. Also Verbrennung hatten wir es ja bei Hypno, dass der dann keinen Schaden mehr gemacht hat. Keinen physischen Damage. Und jetzt hatten wir das mit Arktos, dass der immer noch zu langsam war. Und ich glaube, das hatte ich schon in Runs davor und habe es nicht verstanden. Ja, muss man halt wissen. Dass ich dann paralysiert einmal Agilität benutze, um dann schneller zu sein als der Gegner. Auch super weird. Naja. So funktioniert Generation 1 halt. Und wenn man sich dann über die heutigen Pokémon-Spiele beschwert, glaube ich, dass Game Freak keine anderen Möglichkeiten generell hat. Also die sind doch sehr eingeschränkt dann. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt in jeder Generation irgendwelche Bugs. Ich glaube, in der zweiten Generation war es auch ganz krass, dass, glaube ich, wenn du den Gegner vergiftet hast, paralysiert oder verbrannt, dass das Einfangen mit dem Ball das gar nicht beeinflusst hat, sondern dass nur Hypnose wirklich einen Einfluss auf den Ball hatte. Und so soll es ja auch nicht sein. Wenn der Gegner paralysiert ist, soll es ihn ja leichter einfangen können. So zumindest die Theorie, und das fand ich ganz geil, dass man auch da Fehler drin hat. Und so zieht sich's, glaube ich, durch. Ich weiß nicht, ab wann das besser wurde. Ich weiß halt nur, dass Schwert und Schild viel Hate abbekommen hat, was mir sehr gut gefallen hat, aber die Kritikpunkte, die sie an Schwert und Schild haben, die sind alle gerechtfertigt. Also das. So von wegen keine Sprachausgabe. Und sowas. Und die Story, ja, wir spielen Pokémon nicht wegen der Story. Also. Okay, ich spiele Smaragd wegen der Story, weil ich die. Gerade die eine, nennen wir es mal Cutscene, wo, wie heißt er, wo Rickweiser vom Himmel kommt, super cool finde, den Sound mega gut, weil ich bedenke, dass man das alles aus dem Gameboy rausgeholt hat. Daddy ist schon was. Es ist jetzt ja nichts, nicht wenig. Und daher, ja. Aber viele, die halt damals Pokémon gespielt haben, haben ihre Vorstellung so vom perfekten Pokémon-Spiel. Und ja, selbst wenn wir nur 50% davon bekommen würden, wären wir ja super glücklich. Ich glaube, Carpediem hat dazu auch mal ein richtig schönes Video gemacht. Mal ein Flieger? Nein. Gut. Ja, okay, also ohne Witz, das dauert ja überhaupt nicht lange, jetzt hier zu trainieren. Guckt euch das mal an. Was Kleinstern für Hits raushaut, ist ja unnormal. Na, kloppt ja ganz gut raus. Ja, dreimal Tackle. Wir müssen quasi gar nicht so viele Level trainieren jetzt. Ich glaube 321 EP gab der Trainer vor Rocco. Da sind wir bei einem echt guten. Da muss ich ja nur zwei Level im Gras hier machen. Das geht. Also da können wir. Ah, ja, natürlich kann der Tackle mal daneben gehen, aber. Das ist doch ein ziemlich schöner Wert.
So. Habe auch jetzt letztens wieder Gunnermaniac geguckt, der wieder jetzt Pokémon Gelb speedrunnen möchte, und das ist ein Geschwitze. Harias, das müsst ihr euch mal geben. Ich meine, die sind bei, ja, die sind bei einer Stunde 53, um das Spiel durchzuschaffen. Was ich bemerkenswert finde, ist unfassbar krass. Und ja, aber die arbeiten halt auch mit Manips, heißen das. Dann speichert man quasi und kann es dann durch spezielle Bewegungen und Tastendrucks beeinflussen, dass man keine Pokémon Random Encounter bekommt. Also die gehen durch den Vertania-Wald und kriegen genau zwei Encounter. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und die spielen das halt total optimiert und mit Kampf-Items. Aber ich finde, das anzugucken ist mega cool. Ich kann mir da nicht helfen. Ich gucke ihn auch sehr gerne, weil der mir irgendwie sympathisch ist. Ich glaube, ja, ich meine, ist alles auf Englisch, klar, aber ich finde, den versteht man gut. Und es wird einem auch relativ gut erklärt, was der Plan ist. Aber dann hatte der irgendwie den ganzen Tag gespielt, ganzen Tag Speedruns probiert. Und der ist, das Beste, was er hatte, war, glaube ich, durch den Felstunnel zu kommen. Und dann wurde er von irgendwas platt gemacht. Ich fand das ist schon krass. Das ist schon was ganz anderes. Und wenn ich meinen Tackle gerade so angucke, hätte ich eher den Safcon gerade mitnehmen können. Naja, egal. Noch ein Taubsi oder so wäre so langsam ganz schön. Nee, aber ein Raupi nehmen wir auch mit. Müsste eigentlich auch aus Spaß nochmal einen Speedrun machen. Nur ich kann nicht mehr nippen, das ist das Ding. Das ist richtig schwer. Die nutzen da dann spezielle Hintergrund-Sounds, also dann wird im Hintergrund speziell mitgezählt und dann müsst ihr wissen, wann sie drücken müssen und so weiter. Das ist richtig schwer. Ist auch richtig, also ich muss sagen, Speedrun, gerade wenn man sowas hat, ist das richtiger, ja, Sport, würde ich das schon echt nennen. Finde ich krass, aber mir macht das hier wesentlich mehr Spaß. Das muss ich leider auch sagen. So, ich speichere hier kurz Coupon und ich würde sagen, ich mache jetzt bis Level 15 und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Das war nur eine Runde im Vertania-Wald tatsächlich. Das ging ganz gut und vor allen Dingen, wenn man mit Tackle-Safcons two-shottet, ist das schon ganz ordentlich. Wir haben jetzt um die, sagen wir, 31 Angriff oder so, das ist echt viel. Ja, da kannst du gut was mit anfangen. Jetzt hauen wir ihn hier noch weg und dann würde ich sagen, geht's mal Rocco an den Kragen. Das Schöne ist halt, auch wenn wir langsamer sind oder mal den Gegner verfehlen oder was, wir sind ja tanky. Gegen physische Attacken zumindest. Das ist schon irgendwie cool. Bin ganz gespannt, wie das mit diversen Pflanzen- oder Wasser-Pokémon losgeht. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Da kommen da doch bald ein paar viele. Ich bin gespannt. So, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Level 16. Und wir haben Steinwurf. Sehr gut. Haben nur 4 KP verloren, dafür gehe ich jetzt nicht heilen. Wir haben die Attacke gelernt, die wir brauchen. Das ist ziemlich geil, wir speichern. Also ihr seht's, ich habe nur 10 Minuten jetzt im Wald, das ging. Dann schauen wir mal. Achso, Besonderheit in der ersten Generation ist, dass Steinwurf sehr wenig Genauigkeit hat. Ich glaube, normale Genauigkeit von Steinwurf später sind um die 80, 90. Und jetzt haben wir gerade nur 65, also es kann schon doof werden. Aber wir treffen. Ja, es ist schon doch ein bisschen mehr Damage. Ah, der Einigler ist halt ärgerlich. Zwei Einigler. Ja. Da kommt jetzt schon nicht mehr so viel Schaden rum. Kann sein, dass ich gleich mal resetten muss. Ja, kommen drei Einigler zum Start, ist nicht so geil. Ich probier's nochmal. Das Ding ist, wir müssen halt genug übrig haben, um dann auch nachher das doofe Onix wegzuhauen.
Ist jetzt leider ein bisschen viel ausprobieren. Wenn er jetzt sich dazu entscheidet, irgendwie fünfmal Tackle zum Start zu drücken und wir mal ein bisschen mehr Glück haben, mit den Steinwürfen ins Ziel zu treffen, dann sieht das ganz anders aus. Dann haben wir hier ein ganz anderes Play. Aber wenn wir direkt 3 Einigler zum Start kriegen, müssen wir auch 700 Tackle da reinschmeißen. Das macht nicht so viel Bock. Außerdem kann der noch gar nicht Einigler. Das geht erst ab Level 11, mein Freund. Du hast geschummelt. Tackle ist gut. Und? Ja, guck schon, viel besserer Start direkt. Haben wir Hälfte, ja. 3 Treffer. Kein Einigler bis jetzt. Und 4-mal ins Ziel getroffen. Sisse, so sieht das nämlich aus. Top. Ist Onyx schneller als wir. Ja, ist. Macht auch Geduld. Guck, das wäre... ja. Jetzt sind wir schneller, ist interessant. Nee. Jetzt habe ich unsere Verteidigung geboostet. Macht er wieder Geduld. Mann, so geht das nicht. Zwei Zuggeduld. Oh Mann, Klammergriff. Wir können aber hier dann einen Trank benutzen. In der Zeit können wir ja eh nichts anderes machen. Ich glaube, wir haben genau gleich viel Initiative, dass wir uns tatsächlich immer abwechseln, wer anfängt. Unsere Steinwurf gehen echt gut ins Ziel. Sprach er, ja. Warum jinx ich es auch? Es ist so schön, dass nicht immer dieses Geräusch dann kommt. Oder die Meldung, das ist nicht sehr effektiv. Kreideschrei, ja. Macht nicht so viel aus. Ein Lucky Crit wäre es jetzt eigentlich. Jetzt hat er meine Verteidigung wieder auf Null gesetzt. Oh, Steinwurf trifft gut. Geduld. Oh, wenn Steinwurf trifft. Ja, das war wohl nix. Ja, und wir Volltreffern mit Tackle. Nice. Gut, wir haben es geschafft. Gerade Kleinstein hat ja echt gut geklappt. Ja, Steinwurf ist halt keine Attacke, auf die man sich verlassen kann. Finde ich zumindest. Macht halt, wenn du triffst, Pokémon wirklich trivial, ne? Gut, ich glaube, ich gehe tatsächlich nochmal heilen, bevor wir rübergehen. Wir brauchen die AP halt wieder. Und dann kann ich nochmal schnell speichern. Es ist ein bisschen viel, aber ja, egal. Ich glaube, ich werde Kleinstein auch nicht Schaufler beibringen. Man könnte natürlich sich einen Dickdarr fangen und das mit Schaufler und Zerschneider nutzen, aber das Glumander, das ist einfach die beste Wahl, finde ich irgendwie. Ja, witzig hier ist, dass Giftstachel so wenig Schaden machen würde, dass es unter 1 wäre und dann geht die Attacke daneben. Das ist auch so eine Besonderheit hier in der ersten Generation. Weil es halt, glaube ich, doppelt nicht sehr effektiv ist und somit geteilt durch 4 von 20
Glaube ich schon. Das wäre schön, das ist schon sehr wenig, ja. So, dann du. Man könnte hier halt immer diese Flugtrainer, könnte man echt gut mitmachen, wenn man einfach nur hingeht und mal schnell einen Steinwurf ins Ziel bringt. Aber das muss man halt auch treffen. Trifft man das nicht, ist das halt nichts. Da kannst du nichts gegen machen. Kann auch sein, dass ich ein paar mehr Trainer gleich im Mondberg mitnehmen muss, einfach weil ich die EP brauche. Wir brauchen viel EP, um gegen Misty anzukommen. Aber wir lernen ja auch da gleich Mega-Hieb im Mondberg. Dann haben wir die nächste Attacke, die keine 100% Genauigkeit hat. Bin auch am Überlegen, ob ich mir Geowurf holen soll oder nicht. Bin mir da auch noch nicht sicher. Ist natürlich schon stark, ne? Aber da müsste ich zwei Trainer machen und einer davon hat Kleinsteins. Das ist halt nervig. Haben jetzt auch schon eigentlich ein echt hohes Level. Ja, wenn der Steinwurf ins Ziel trifft, ist halt gut. Wenn er nicht trifft, ist ärgerlich. Aber ja, ist es wirklich so krass auf Glück basierend, das ist ein ganz komisches Gefühl. Gut, haben wir das geschafft? Gegen die Alte kämpfe ich nie wieder, die hat mich im Fukano Run 5 Minuten gekostet. Das war doof. Hier zur Sicherheit, falls wir aus dem Mondberg uns rausschaufeln müssen. So, weiter geht's. Ich mache erstmal nur wirklich das Minimum, was ich sonst auch mache. Das KP Plus möchte ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Den Trank hier mit, das mache ich sonst nicht. Und ihn hier möchte ich mitnehmen. Ja, dass Magnetilo auch so tanky ist, das ist so witzig. Und später ist er auch noch Stahl, dann ist er noch tankier. Aber kann auch nicht Ultraschall. Ultraschall glaube ich erst in 18 oder so.
Beides Pokémon, die wir noch nicht hatten. Die werden auch beide sehr herausfordernd. Voltoball finde ich witzig, weil ich mit dem noch nie gespielt habe. Ich gehe weiter. Ich nehme die Käfersammler nicht mit, die bringen zu wenig EP dafür, dass die da sind. So, dich mache ich nicht, du hast Pflanzen-Johnnies. Da haben wir keinen Bock drauf. So, und jetzt hier runter. Genau. Das bringe ich auch direkt bei. Ich glaube, Mega Hyp hat sogar 20 AP, was richtig viel ist. Ich baue hier mal ein bisschen um. Ich glaube, so ist gut. Keine Ahnung. Es war jetzt ein bisschen unnötig. Egal, ihn nehmen wir mit. Möchte halt ein... Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ein paar mehr Trainer mitnehmen. Und der hier bewacht auch noch einen Äther. Und einen Äther können wir auch gut mitnehmen. Ach Gott. Es geht schon wieder los. Oh nein. Hörst du mal auf. Mega Hieb, sehr gut. Ja, das war es auf jeden Fall wert. So, denn das hier müsste da... Oh Gott, jetzt kriege ich noch ein Pokémon. Mehr Kleinschänze als Zubats bisher, was ist da denn los? Da ist ein Äther drin. Ich lasse euch jetzt mal weg. Ihr ganzen Leute hier. Obwohl der Junge hier jetzt rechts. Aber der hat auch nur so Radfratz und sowas. Sie bringen halt 300 EP zusammen. Das ist halt nicht so viel. Ich muss einen zur Seite gehen, sonst laufe ich in ihn rein. In 21 lernen wir Finale. Wir lernen auch Explosion. Irgendwann sind natürlich beides Attacken, die wir nicht nutzen dürfen, auch wenn wir damit den Kampf gewinnen. Denn wir müssen resetten, wenn Kleinstein im Kampf kaputt geht. Das liegt daran, wenn man solo unterwegs wäre und das macht, wird man trotzdem den Kampf verlieren, auch wenn man den Gegner damit besiegt. Wenn man es benutzt. Also... Zählt es als Niederlage, Finale zu benutzen? Pipi, ja, dich hatten wir auch noch nicht. Ja, das macht doch ganz ordentlichen Schaden. Hier kann ich jetzt halt wirklich Mega-Heap spammen. Oh, Patch Boost. Ja, ich glaube, levelmäßig stehen wir jetzt echt gut da. Oh
Muss das sein? Ja, aber klar. Wir haben ja zum Glück das Gegengift aus dem Vertania-Wald. Diesmal benutze ich das auch. Nicht wie mit Arktos. Da habe ich das ja einfach mal ganz, ganz vergessen. Und bin dreimal zum Pokémon-Center geheilt und habe Epilepsie verursacht. Das ist ja auch mal was. Das Mauzi schon bis auf 14 kann das richtig stark. Meine Güte. Natürlich. Natürlich geht er jetzt daneben. Oh Mann. ...20% Chance, dass das daneben gehen kann und ja, jetzt hatten wir gerade 4 oder so. Und wir haben es geschafft, wir sind draußen, Gott sei Dank. Da liegt noch extra Geld, das nehmen wir natürlich mit. Das ist auch die Trainerin, die wenigsten Leute gemacht haben. Die hat, glaube ich, Parasek mit dabei. Ich hole mir jetzt erstmal das Sonderbonbon, dass wir das gleich nicht nochmal machen müssen. So, komm her. So, kurze Speicherung, das sieht gut aus. Ich würde sagen, der Rivale, der ist jetzt nochmal unser. Dem hauen wir ordentlich auf die Schnüss. Ja, der hat getroffen, sehr gut. Der kann Heuler, da wäre es ein bisschen gefährlich. Sander nervt jetzt echt. Vielleicht kriegen wir einen Lucky Crit. Nee. Aua! Mach das sowas nicht. Kannst mich gerne hauen. Ich einigel mich jetzt ein bisschen. Weil wir gleich halt das blöde Evoli schnell weghauen wollen. Jetzt habe ich dreimal Einigler gemacht. Das sind 3 Badge Boosts. Das müsste reichen. Jetzt müssen nur die Mega-Hieber auch ins Ziel gehen. Das dürfte dann reichen. Wir haben jetzt ja Rocco besiegt. Somit können wir unseren Angriff schon über Statusveränderung boosten. Ja, ich auf das hier habe ich eben... wollte ich nicht gegen mich haben. Ja. Ein Heuler macht das natürlich alles zunichte. So war meine Theorie, okay.
Ah, Mann, ey. Könntest du bitte einfach irgendwas ins Ziel bringen jetzt? Oh, Mann. Danke. Kackvieh. Also, Attacken ins Ziel bringen ist gerade so das Ding. Ich bin echt gespannt, wann wir dann endlich mal eine Attacke haben. Ich glaube, Body Slam ist die erste Attacke, die wir wirklich haben, die dann auch 100 Genauigkeit hat. Das ist schon witzig. Komm her. Ich schau mal, wie weit ich jetzt komme hier, ohne dass ich, bevor ich mich heilen muss. Ja, der ist im Ziel, das ist gut. Au! Stimmt, das können die ja. Da wir einen haben, nutzen wir schnell einen Trank. Was hatte er für Pokémon? Zubat Rettern oder so, ne? Ja, Mega Hieb ist schon echt ein. Eine Wucht hier. Das Zubat immer schneller ist als wir. Ist echt geil. Macht einen richtig fertig. 23 schon. Krass, wir sind bald schon Georock. Und so viel Extra-Trainer haben wir nicht mitgenommen. Ich meine, ich möchte Misty jetzt noch nicht herausfordern. Wir gehen erst nach Urania City, machen da noch Level und kämpfen dann gegen Misty. Haben wir mit Rihorn ja auch so gemacht. Boah, nein. Aber der ist im Ziel, das ist schon echt heftig gut. Ja, es ist halt wirklich so, wenn man die Gegnern, wenn man langsamer ist als die Gegner, tut das schon echt weh. Der hat gesessen. Im Ziel. Tackle? Nein, doch kein Heuler, bitte nicht. So, da du schon Fußkick kannst und ich davor Respekt habe. Okay, war doch weniger spannend als gedacht. Das war Quatsch. Du kannst doch nicht ablehnen. Doch. Es ist ein so gutes Angebot. Wer bist du, Telefonverkäufer? Wie dieser alte Opa vom Teleshopping mit den viel zu großen Ohrringen. Boah, jedes Mal, ey. Kommt er an und ballert mich einfach mit Superschall zu. So eine Sau.
So, ich brauche meinen Glumanda-Freund. Ich versuche mich gut um ihn zu kümmern, ja. Schaffen wir den einen noch? Boah, ich bin mir nicht sicher. Das ist ganz guter Schaden. Oh Gott. Ach man, ey, das ist so wenig Damage. Oh Mann, ey. Steinwurf ins Ziel bringen. Das ist so die Sache, die wir hier haben. Ich baller jetzt alle Steinwurf auf ihn leer. Ja, schade ist jetzt, hätten wir das ein bisschen besser jetzt hier gespielt, könnten wir den Ether benutzen und einfach weitermachen. Aber, ja, so sehe ich das gerade nicht. Das heißt, wir laufen jetzt nochmal zurück, heilen uns und ich glaube, da beenden wir die Folge dann auch. Wir haben ja heute dann doch schon, ja, relativ normal viel geschafft. Ich meine, so schnell wie Arktos sind wir jetzt nicht, aber das ist auch was ganz anderes. Wie schnell Arktos war. Ich glaube, da kommt nur wirklich Mewtwo drüber. Oder wenn ich den Run richtig krass vorbereite. Ja, es ist halt so, wenn du mit einer so starken Attacke startest, kannst du dir ja aussuchen, ich habe davon 10, der nächste Gegner hat 3 schwache und ein starkes Pokémon, dann weißt du genau, wie viele du dir aufsparen musst für weitere Kämpfe und wie viele nicht. Das ist schon echt gut. Aber wir sind bei 58 Minuten in-game. Ich würde sagen, hier machen wir dann ein Päuschen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, Like da. Freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten, join gerne den Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Da diskutieren wir auch manchmal über die nächsten Runs etc. Und wenn du noch Vorschläge hast, hau sie in die Kommentare. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haust da rein und tschö tschö.